Wir spielen Solar Session 6. Wir spielen mit den Kublai Khans, mit Vibi, Writing Bull und mit Matsumanix. Hallo zusammen und viele Grüße. Mit dabei jetzt auch Marcel. Hallo Marcel. Hallihallo, guten Abend. Schön, dass du auch dabei bist. Und wir hatten Ende des letzten YouTube-Videos, das wir live auf Twitch aufzeichnen, darüber gefachsimpelt, ob wir uns in Hongkong A. doch den Suzerän-Status B holen und B, wer es macht, und haben mal ein bisschen nachgedacht. Der ist gut, der Suzerän-Status hier für denjenigen von uns beiden, der eventuell auf Forschungssieg geht. Denn der Suzerän-Bonus heißt 20% Produktion für Stadtprojekte. Das ist wichtig für den Wissenschaftssieg und das mache ich mal. Also für die Option, dass wir einen Forschungssieg machen, hole ich mir jetzt in Hongkong den dritten Gesandten, weil Matsumanix, du kannst auch gehen auf Religion oder auf Kultur, also auf Laberei, auf die guten, die schönen Künste und die schönen Kirchen, irgendwas in der Art und Weise. Und ich mehr so die handfesten Dinge wie Dinge herstellen, Leute umbringen und Siedler ins All schießen. Also Militär und Produktion und Forschung. Oder? Ja, es ist doch perfekt aufgeteilt. Ja. Also ich mehr im Diesseits und du so mehr fürs Jenseits zuständig. Und für die schönen Welten. Ja, so machen wir das. Ja, anders formuliert, du und ich, die Schöne und die Bestie, oder wie sieht's aus? Ich habe fast damit gerechnet, dass jetzt das tatsächlich kommt. Nein, ich glaube tatsächlich, Schöne und die Bestie, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind eher so die Stärken des einen unterstützt durch die Stärken des anderen. Im Chat wird gesprochen von Sissi und Franz. Meinen die uns damit oder reden die über ein anderes Thema? Da wäre tatsächlich dann die Frage, wer ist. Das weiß ich jetzt nicht. Angesandt darüber nach Hongkong und nochmal Suzerän geworden. Und nochmal zwei Zeitalterpunkte dazu bekommen. Sehr schön. Fein, fein, fein. Eden, Siedler fertig. Der rennt jetzt mit dem Kashyyyk rüber. Hierhin. Der verbündet sich mit dem Siedler. Und jetzt gucke ich mal, wie viele Fortbewegungspunkte der Siedler dadurch bekommt. Hier stehen immer noch zwei. Aber es sollten eigentlich mehr sein, weil der Kashyyyk die Eigenschaft hat, kann sich langsamer bewegende zivile Einheiten in höherer Fortgeschwindigkeit eskortieren. Und das ist doch ein Eskort. Sag mal, habe ich gerade einen Eskortdienst gegründet in Ersten der Weltgeschichte? Machst du mal nix. Ja, ich glaube, das hast du ganz intuitiv getan. Interessant. Gibt es Kulturpunkte? Kulturpunkte, ja, aber ich fürchte, bei der Spiritualität wird etwas abgezogen. Meinst du, das hilft mir irgendwie, um berühmt zu werden oder mehr, um berüchtigt zu werden? Jetzt haben wir mehr... Und wie viele Bewegungspunkte hat er? Er hat immer noch zwei. Und kann auch nicht weiterziehen. Er könnte aber immer noch mit dem weiterziehen, eins rüber. Das heißt, er hat anscheinend einen mehr bekommen, aber es wird nicht angezeigt bei ihm. Bin mir nicht ganz sicher. Wir setzen mal eine Runde aus und gucken das uns danach weiter an. So, Eden, Siedler fertig. Nächster Siedler dauert wie lange? Jetzt wird WB größenwahnsinnig, 9 Runden. Deshalb, weil wir haben hier vor Ort Magnus. Magnus sorgt dafür, dass keine Bürger abgezogen werden, denn er hatte die Eigenschaft Vorsorge. Die haben wir ihm gegeben. Kein Bevölkerungspunkt geht hops. Deshalb machen wir hier noch einen Siedler rein. Der kann hier entstehen. Hier wollen wir noch ein bisschen Forschung betreiben, ein bisschen Dinge aufdecken. Neue Welten entdecken. Ach, was für eine schmale Landenge hier. Ins Wasser kommen wir mittlerweile auch. Ich könnte auch erstmal das hier aufdecken. Das machen wir auch. Ziehen wieder rauf. Und er macht hier unten Erkundung. Und bei dir in deinem Reich, alles okay? Ja, nächste Runde werde ich die nächste Stadt gründen.
Das kann ich jetzt nicht mehr machen in dieser Runde. Die wird dann östlich von Junior entstehen. Das amerikanische Reich hat dem englischen Reich den Krieg erklärt, mit dem wir befreundet oder verbündet sind. Wir haben jetzt 75 Groll. Ja. Ich habe gerade auch einen Schreck bekommen, weil ich dachte, nein, jetzt haben wir den nächsten Krieg am Laufen, weil wir ja auch eine Allianz haben mit dem englischen Reich. Aber dadurch, dass wir ja noch in der Friedenspflicht sind mit Teddy, haben wir offensichtlich nicht unser Verteidigungsbündnis ausgelöst. Es sind auch andere Engländerinnen. Es ist Ellie. Und wir haben dort die Militärallianz mit den Katies, oder? Ja, also ich habe gar noch gar keine Allianz. Ich dachte, du wärst mit denen verbündet. Also die Militärallianz habe ich normal verbündet, ja, aber die Militärallianz habe ich, glaube ich, mit den Katies. Mit einer der beiden Katies, ja, mit der schwarzen Königin. Das heißt, wir sind in nichts, ich habe uns in nichts, in keine Abenteuer hineingezogen. Alles gut. Aber du bist doch auch mit den Engländern verbündet, oder nicht? Es gibt ja so viele, es gibt ja haufenweise Engländerinnen. Hier gibt es ja Engländerinnen wie Sand am Meer. Ich habe noch nirgendwo eine Welt getroffen, wo es so viele Engländerinnen gibt wie hier. Die sind zahllos. Die einen sind blond, die anderen sind schwarzhaarig. Die einen sind dünn, die anderen sind sehr dünn, haufenweise. C. Krämer, danke dir. Liebe Grüße an dich. 5. Mal abonniert. Schon, danke an dich. Allianz ist nicht gleich Allianz, Biarki, ne? Bei der Militärallianz, Mazumanik, sind wir drin in einem Krieg, wenn wir angegriffen werden. In der normalen Allianz nicht, wenn ich das richtig sehe, ne? Doch, doch, deshalb habe ich eben so gefragt, ob du nicht auch mit den anderen eine Allianz hast. Aber wir haben jetzt keinen Krieg, ist zumindest meine Erklärung, weil wir ja noch in der Friedenspflicht sind. Wir haben jetzt ja kürzlich erst Frieden geschlossen mit Teddy und deshalb können wir mir jetzt nicht direkt wieder den Krieg erklären. Ach so, ich hatte mal wieder irgendwie irgendwas Falsches im Kopf. Ich dachte, uns könnte nichts passieren. Magst du uns mal erklären, was du machst, während... Ja, mir ist eingefallen bei dem Stichwort Allianz, dass ich ja auch noch ein paar Allianzen gründen kann. Aha. Und mache jetzt gerade eine Forschungsallianz mit meiner guten Freundin Ellie von England. Und dann gucke ich mir noch an, welche Allianzen ich noch machen kann. Ich gehe mal rüber zu Ellie Nummer, also zu der anderen Ellie. Mit der könnte ich eine Militärallianz, eine Wirtschaftsallianz oder eine religiöse Allianz machen. Religiöse Allianz, muss ich mir nochmal anschauen, wer hier alles Religion gegründet hat. Paris, Toulouse und Manchester. Okay. Hat sie eine Religion gegründet? Das finde ich tatsächlich bei diesen drei französischen Reichen etwas unübersichtlich, wer jetzt wer von denen ist. Und du weißt, wer du bist, oder? Das ist eine berechtigte Frage. Manchmal vergesse ich das selbst und frage mich, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier? Leute, während wir Mazumanix beim Denken leise zuhören, beantworte ich zwei intelligente Fragen von euch, die im Chat gestellt werden. Die Betonung liegt auf zwei, auf Fragen und auf dem Wörtchen intelligent. Erste Frage, kann Mazumausi eigentlich Französisch? Fragt Biaki, ja. Die Frage kann ich beantworten, die Antwort ist ein Jawohl, beziehungsweise Bien sûr. Bien sûr, genau, bien sûr. Wie gut. Oh Moment, lass mich mal gucken, ob ich selber drauf komme. Was wie gut heißt. Ich komme nicht drauf. Ich fange immer an, auf Englisch zu reden. Wie gut denn? Multo bene. Multo bene? Ist das nicht dieser Eisbecher bei den Italienern im Eissalon? Und bei Tippu, fachsimpelt North Bowman. Und damit ist sein Wortschatz erschöpft. Aber trotzdem liebe Grüße an den Drei-Wort-Franzosen North Bowman. Immerhin. Auch Lermas meint naturellement. Bist du fertig oder habe ich dich so lange abgelenkt, dass es noch ein bisschen dauert, Mazumanix? Ich bin bei der letzten Allianz und will dafür noch Geld haben, bekomme dafür einmalig 30 Gold und bin jetzt fertig und klicke auf eine Runde weiter. Ich bin mit beiden Katies und mit beiden, wie heißen die denn noch? Beiden Katies und mit beiden Ellies verbündet. Na, sehe ich schon beim ersten Rendezvous am Hofe von einer der beiden Ellies sitzen und entweder den Fehler machen, oh, hallo, Ellie 2, oder zu sagen, oh, wie heißt du nochmal? Oder Katie zu sagen. Das Schlimmste wäre eigentlich, wenn ich sage, hier Dingens. Sag mal. Dingenskirchen. Ich werde Dingenskirchen. Du hast dich mir unauslöslich ins Gedächtnis gebrannt.
Ich kann dich nie vergessen. Ich muss immer an dich denken, Dingens. So, die müssten doch eigentlich jetzt schneller sein. Ich weiß nicht. Die sind immer noch total lahmarschig hier. Zwei Bewegungspunkte. Also irgendwas klappt hier nicht mit der Eskorte, oder? Das haut mich nicht vom Hocker. Gibt's da Spezialbefehle? Nee. Also irgendwie haut mich das nicht vom Hocker hier. So, und er zieht hier unten hin. Hast du das Spiel kaputt gemacht, großer Bruder? Eventuell. Eventuell, vielleicht und natürlich auf gar keinen Fall. Hier oben geht's hoch. Unwetter klingt ab und es geht eine Runde weiter. Wenn du möchtest, könntest du einmal östlich von Junior bei mir schauen. Da werde ich jetzt noch eine Stadt gründen. Nein. Wo ist das denn? Mal gucken. Danke, WB Junior Wundersee. Da, wo der blaue, wo das weiß, der weiße Stein auf blauem Grund ist. Der jetzt verschwindet, genau. Zack. Ja, Chengdu. Und diese Stadt hört gleich auf den schönen Namen. Chat, macht mal ein paar Vorschläge. Das was könnte lang. Das sein? Chat, macht mal ein paar Vorschläge. Das passt doch gar nicht ins Textfenster rein, mal zu mal nix. Ich versuch das mal. Ja? Warte. Was schreibt der Chat? Ich lese mal alles einmal vor. Schnudelober, das habe ich mir gemerkt. Staudamming, das habe ich mir gemerkt. Du machst mir ein paar Scherzen zu viel. Leute, ich komm rüber. Ich setz dir einen Staudamm in die Wohnung. Seepferd am Fischweiher. Wehe, du schlitzt, wenn du den Staudamm nennst, war zumal nichts, wenn du die Stadt Staudamm nennst. Ich löse die Allianz auf. Ich sage, du bist nicht mehr mein kleiner Bruder, du bist für mich ein Fremder, wenn nicht gar ein Feind. Wenn du die Stadt macht Vorschläge, ist okay, aber wehe Staudamm. Eisensee, Disputantengrab, schreibt Seishiro Sakurazuka. Oh, das ist gemein. Walfischbecken, das würde auch passen. Am Fischweiher. Fischpferd. Heißt es nicht. Flusspferd. Pfützendamm. Zeitreisender. Talsperre. Andere haben echt nette Vorschläge. Walross. Fischdamm, Eisenpferde. WBs Erholungsstadt. WB beruhigt dich wieder, kommt sicher gleich als Namensvorschlag. Nicht Staud. Warte mal, du nennst die Stadt um. Ich will nicht dieses Wort echt. Das ist kein Spaß. Gib dir einen anderen Namen. Ich gebe dir kein Geld mehr, im Ernst. Ui. Ich streiche dir das Taschengeld. Da kommt nichts mehr, auch nicht morgen. Da kommt kein Taschengeld mehr rüber. Wenn da die Wörtchen Stau und Damm auftauchen in dem Namen. Kein Taschengeld mehr von mir. Ich mein's ernst. Überleg's dir. Es darf beide Bestandteile dürfen nicht drin vorkommen. Das ist aber hart. Ja. Möchtest du dir was wünschen? Dann wünsch dir doch was. Wenn ich mir was wünsche, dann wünsche ich mir Seeblick. Sogar mit Raute. Seeblick Raute. Genau. Das ist doch romantisch. Ja, Seeblick ist doch toll. Ja. Seeblick. Eigentlich wollte ich schreiben Seeblick zu WB, aber dann dachte ich mir, nee, komm. Das machen wir beim nächsten Mal. Alles gut. Ja, dann kaufe ich mir jetzt noch ein Monument in der Stadt. Cool. Und überlege ich mir, was ich als erstes baue. Stadtmauern brauche ich ja nicht. WB ist mit seiner atemberaubenden Streitmacht direkt um die Ecke. Ich könnte tatsächlich anfangen. Soll ich ja einer drunter schicken? Nein, brauche ich nicht. Ach komm. Ist dir aufgefallen, dass ich den Siedler ohne Bewachung dahin geschickt habe? Das cool. Hast du gar nicht gewürdigt, oder? Sehr schön. Du machst dich. Du bist auf dem WB-Level der akuten Hilflosigkeit angekommen. Respekt. Gut, jetzt geht's eine Runde weiter. Im Chat fragt ein gewisser Bjarki, sag mal Matsumanix, wo kommt das ganze Geld eigentlich her? Ja, wo kommt das her? Aktuell erwirtschaftet aus den eigenen Taschen. Also aus den Taschen anderer, aber das gehört jetzt zum Team dazu. Also, ja. Jetzt klappt das doch, schaut mal. Der Siedler. Jetzt kann der vier Runden ziehen. Das wären zwei, drei Runden.
Und es sind dann 4. Jetzt klappt es ja doch. Sehr gut. Nein, ich kann nur wieder bis hier ziehen. Das verstehe ich nicht. Das ist mir gerade ein Rätsel. Verstehst du das? Warum der Keshik ihn nicht richtig mitnimmt? Der Keshik kann alleine... Ich ziehe mit dem Keshik und guck mal, ob der Siedler mitzieht. Ja, so funktioniert das. So funktioniert das. Da muss man erstmal drauf kommen. Man zieht die Militäreinheit los und die Siedlereinheit, mit der sie eskortiert, sagt, Moment, lauf nicht weg, ich habe alleine Angst und rennt hinterher. So funktioniert das Feature. Da muss man mal drauf kommen erstmal. Wieder was kapiert. Sehr schön. Man lernt nie aus. Das ist tatsächlich echt krass. Ah, das ist hier nicht so. Da müssen wir echt gleich ordentlich gucken, wie wir das reißen. Oh nein. Sehr geistreich. Schaffe ich das hier noch eine Stadt reinzupflanzen? Das ist die Siedlerübersicht. Das klappt. Das Feld hier ist leider schon weg. Das war ziemlich cool. Aber die, wenn wir das hier bekämen, wäre noch alles gut. Die Stadt wird 4 Bürger haben. Sag mal, Kulturschock, wenn ich da eine Stadt gründe, das ist ja nicht, dass das Nebenfeld mir geklaut, dass ich das wegklauen kann von den Nachbarn, die da schon haben, ne? Das geht nicht. Das ist ein häufig diskutiertes Thema, weil man ja normalerweise sagt, dass man nicht in den ersten Ring um die Stadt tatsächlich da eine fremde Ziv drin haben kann. Aber du hast absolut recht. Die Amerikaner waren zuerst da. Wenn du direkt daran eine Stadt gründest, wirst du da nicht das Geländefeld klauen. Ja. Gerüchten zufolge Doppelpunkt steht rechts oben. Ein sehr aussagekräftiger Text. Danke an die Entwickler für diese coole Texteinblendung. Sehr hilfreich. Die habe ich auch gerade bekommen. Ich habe eine Nachricht bekommen von der Schwarzen Königin. Ich mag Anführer, die sich mit einer beeindruckenden Streitmacht umgeben. Und sie hat dir sogar applaudiert, hast du das gesehen? Jawohl. Zu Recht. Eine Dürre plagt die Amis. Wilder Westen, Wassermühle. Oh, das ist gut. Nächster Schritt. Da oben ist Silpeter. Ja, ich würde ja ganz gerne einen Handwerker hier bauen oder kaufen. 6 Bürger hier. Erstaunlich, das ist ja normalerweise, du hast ja schon über 1000 Gold gesammelt. Mhm. Wow. Bist du unter die Sparfüchse gegangen? Es geht. Also wir gründen ja ganz viele Städte jetzt, die in einer kurzen Zeit, dann können dann schnell Gebäude gekauft werden und Handwerker vor Ort. Dafür sammle ich gerade. Dann schmeiße ich mir die Handwerkerkarte dazu und dann machen wir das so. Muss auch keine Angst haben, ich wollte dich gerade nicht um Geld bitten. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wirklich nicht. Ich hätte das auch nie gedacht, dass du sowas machst. Hallo Zwergelstern, danke dir fürs Abo. 6. Mal schon, danke dir. Ein Keshik ist hier entstanden. Oh, jetzt wird hier der Staudamm gebaut. Ich wollte eigentlich noch einen Siedler bauen, oder? Nee, alles gut. Also jetzt nochmal Siedler zählen machen. Der hier geht hier runter. Kommt auch alleine weiter. Oh, ich habe vergessen, den mitzuschicken. Da ist gar kein Militär dabei. Ja, das macht nichts. Dann dämmert er das hier stattdessen. Der rennt da mit. So, und... Also, eine Stadt hier. Da wird gleich gegründet. Ein Siedler entsteht hier für eine der beiden Plätze. Ein Siedler entsteht hier für eines der beiden Plätze. Dann haben wir noch hier einen
und 2. Die beiden müssen abgedeckt werden. Und dafür entsteht einer hier vorne und einer fehlt noch. Und die könnten wir auch in Senior reinstellen, weil Senior viel Produktion hat und unheimlich hohen Nahrungsüberschuss. Der nächste Bürger wird fix wieder da sein. Packen wir den Siedler hier rein. So kann man das machen. So kann das funktionieren. Das wird hinhauen. Und der kann dann wiederum den hier unten mitnehmen. Der in 5 Runden entsteht oder den hier oben, der in 7. Das ist eigentlich egal. Die ziehen dann runter und gründen eine Stadt hier und eine Stadt dort oben. So sollte es klappen. Haufenweise neue Städte. Ob das geht, ich glaube nicht. Hihi, Bärke im Chat. WB hat Staudamm gesagt. Hihi. Dein eigenes Unwort. In der Tat. Ein Keschik. Ja, wen wollten wir beschleunigen? Der bleibt hier und nimmt den gleich mit. Im Norden sind da Barbaren. Es sind auf jeden Fall keine Einheiten, die die beschützen. Da sollten wir also insofern doch jemand drüber schicken. Das machen wir. Eine Runde weiter. Im Osten meines Reiches, lieber WB, bei... Willst du mir davon was angeben? Nee, eigentlich eher was ganz Blödes. Da breitet sich die Französin ein bisschen weiter aus, die Ellie. Leider dort, wo ich eine Stadt gründen wollte, am Viktoriasee, da muss ich jetzt leider den Pin wieder entfernen, da kann ich keine Stadt mehr gründen. Das ist bitter. Ein Kriegsgrund? Ja, ich finde schon. Du auch? Ich war ja schon damals so ganz leicht angefressen. Ich weiß nicht, ob du das damals gemerkt hast, als der Stadtstaat sich vor meiner Nase gegründet hat, obwohl wir das Barbarenlager zuvor vernichtet hatten. Da wollte ich ja schon direkt in den Krieg stürzen. Jetzt ist das ja quasi noch eine Stufe obendrauf. Es ist ja eine denkende KI, hat ja jetzt gesagt, ach, ich siedle da mal bewusst eine Stadt hin. Das ist sehr traurig. So. Eine neue Stadt, direkt neben einem Vulkan, gelegen, mit haufenweisen coolen Ressourcen hier. Allein nach oben, schaut euch mal das Feld hier an. Schaut euch das Feld hier mal an. Überhaupt, das ist alles super Deluxe, da wollen wir auf jeden Fall hin. Das ist echt sehr cool. Und der wiederum kann runter und hier die Einheiten wieder pushen, der kann da wieder abhauen. Und wir haben 4 Bürger. Warum haben wir 4 Bürger hier? Deswegen. Das ist der Überblick über die Kontinente. Und das ist ein anderer Kontinent, nämlich der Weiße, als der, auf dem wir gestartet waren, auf dem Senior steht. Das ist nämlich der in... Oh Gott, was ist das für eine Farbe? Ist das pink, ist das rot oder ist das Albtraum? Ich glaube, das ist Albtraum. Also das ist weiß, das ist Albtraum. Und deshalb bekommen wir, weil wir einen speziellen Widmungsbonus uns geholt haben, der heißt Hic Sunt Draconis, plus 3 Startbevölkerung, also nicht statt einem, 4 auf dem fremden Kontinent. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann ist die Stadt sofort super produktionsstark. Guck mal, wo die Leute arbeiten. Und jetzt kaufen wir denen, kaufen oder bauen, denen noch ein Monument. 10 Runden, das kaufen wir denen. Das bringt dann schnell noch weitere Erträge. Und dann bauen wir denen normal einen Kornspeicher. Damit man 2 Wohnräume bekommt. Und hier unten kommt demnächst ein Campus hin. Mit ihm ziehen wir raus. Ins Wasser und rüber nachher. Ja,
Ja, und was machst du mit deinen Plänen gegenüber Ellie? Ellie? Nee, was Ellie oder was Katie? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt komme ich da ein bisschen durcheinander. Es war eine der Ellies. Du hast Ellies Die und Katies langhaarige. wie Sande am Meer. Du hast in jedem Finger eine Ellie oder eine Katie hängen. Wenn du mit denen Erschreckt dich essen das? gehst, lädst du die immer ein? Und wenn ja, aus wessen Portemonnaie bezahlst du das? Ich lasse mich einladen, du kennst mich doch. Wird sein. Das glaube ich dir sofort, Matze. Ja, ich sage dann immer, okay, lieber Elli, wenn du nicht möchtest, kann ich auch gerne mit deiner Schwester essen gehen. Und sagst, ja, nein, nein, ist alles gut, meine Schwester ist doof, komm hier, das Steak geht auf meine Kosten. Das glaube ich sofort. Danke an Xipok. Liebe Grüße an dich. Danke für dein Abo. Zweites Mal schon. Hallo Xipok. So, einmal rüber, andere Seite und gucken. Diamantenvulkan. Vulkanblick geht aber auch, oder? Glitzertal, meint Antihypatos. Und der Basti hatte auch für Diamantenvulkan sich was gewünscht. So, Naschispulver und anderen schönen Geschichten. Forschung läuft, ich bin sehr zufrieden. Ich würde gerne Richtung zum Industriegebiet gehen. Das können wir mittlerweile bauen, ne? Aber da habe ich noch keines eines gebaut. Wo ist das Industriegebiet denn? Wo wird immer das Industriegebiet frei? Ah, da unten, Ausbildung. Ich habe noch keines gesetzt. Oh, meins ist in 6 Runden schon fertig. Was ist denn da los? Na, ich musste Militär produzieren, um das irgendwo hinzuschicken oder was weiß ich was. Ne? Ich bin ja voll in der Expansion noch gefangen. Deshalb nicht. Ah, ich verstehe. Du gehst ja auf den Druck, ne? Ich habe den Druck in 2 Runden erforscht. So, wir laufen ein bisschen rum und wollen Städte gründen. Staudämme boosten Industriegebiete, nein, ganz genau. Hast du gerade jemand erklärt, ne? Was ist denn hier schon wieder passiert? Katharina von Medici hat Teddy den Krieg erklärt. Die schwarze Königin hat dem Rough Rider den Krieg erklärt. Da sind wir aber nicht drin, weil es ein Angriffskrieg war. Die fetzen sich. Die Katies und die Teddys schlagen sich den Schädel ein, Matze. Wie finden wir das? Ja, also tatsächlich sind nicht nur die Katies dabei, sondern auch die Ellies sind mit dabei. Alle gegen Teddy, habe ich den Eindruck. Echt? Wirklich? Ja. Er hat mit allen Krieg außer mit uns. Wir müssen dringend mal Sachen verkaufen. Das habe ich seit Ewigkeiten nicht gemacht. Wir müssen dringend den Kriegsparteien beider Seiten die benötigten Rüstungsgüter verkaufen, also die Mörderwaffen und das Mordwerkzeug. Damit die sich gegenseitig noch besser verheerende Schäden zufügen und den Schädel einschlagen und ihre Städte schleifen können. Wir machen das fair und gerecht. Ganz im Ernst, niemand soll uns vorwerfen können, wir wären irgendwie Leute, die irgendwie die anderen Leute auf der Welt fies behandeln würden. Wir verkaufen unser Mordwerkzeug gleichermaßen an alle beteiligten Kriegsparteien. Echt, das ist quasi Fairtrade. Machst du mal nichts, ne? Das ist doch, habe ich doch richtig Ja. verstanden. Das versteht man doch normalerweise unter Fairtrade, oder? Das würde ich auch so sehen, in der Ja. Tat. Alles klar, dann fangen wir damit mal an. Ein bisschen, können wir denn dafür auch im Weltkongress zum Beispiel ein Fairtrade-Label beantragen? Das uns halt extra Kulturpunkte bringt für jeden erfolgreichen Waffenverkauf.
Das kann man machen, dafür brauchst du 250 Gunst. Die musst du leider erstmal zusammensparen bis Okay. dahin. Kann man denn diese Öko-Labels und diese Fairtrade-Labels, kann man die ja kaufen irgendwie mit Glaubenspunkten? Die kannst du mit Glaubenspunkten kaufen, wenn du das entsprechende Kulturgebäude gar gekauft hast, allerdings erst in der Fernzukunft. Okay. Dann wird jetzt ein bisschen verkauft. Wir verkaufen. Darf ich mir auch was wünschen? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sich mein Reich tatsächlich sehr an Elfenbein erfreuen würde. Und ich könnte dir zum Beispiel Oliven im Austausch dafür geben. Das heißt, die Oliven, die im Augenblick im Weltkongress entwertet sind und nicht als Luxusgüter gelten? Genau diese Oliven, aber es geht ja nur noch 11 Runden. Danach hast du dann direkt die köstlichen Oliven aus China. Sag mal, jetzt mal ganz unter uns, hältst du mich für doof? Naja, also wir können es auch in 11 Runden nochmal machen, aber ich dachte mir, in 11 Runden lang würden sich dann tatsächlich schon mal meine Bürger an Elfenbein erfreuen. Also wenn ich meinen was hätte ich gesagt, fast langjährigen Let's Play-Partner frage, hältst du mich für doof? Und der antwortet mit, na ja, dann gibt mir das Gedanken auf. Und es sind keine schönen, ich sage es dir ganz offen. Oh je. Das war nicht die Antwort, mit der ich gerechnet, also mit der ich gerechnet hatte vielleicht, aber nicht die, auf die ich gehofft hatte. Ich sag's ganz offen. Das ist kein guter, das ist kein schöner Augenblick im Augenblick. Du wirst wieder im Chat mal wieder als Enkeltrickbetrüger Oh beschimpft, nein, oh nein, oh Marzenmelks. nein, oh Gott, gleich der Hate-Storm hier im Chat, ihr Lieben, ihr braucht keine Sorgen. Dein Ruf leidet. Ramamaha. Liebe Grüße an dich. Danke dir. Fünftes Abo schon. Danke. Danke an Ramamaha. Ich gehör mal, du kannst das Elfenbein gerne gratis von mir haben. Das ist nichts, was mir nicht neu wäre, dass ich dir was rüberschicken muss, darf. Wenn du das Elfenbein brauchst, das hatte ich dir in der Vergangenheit schon geschickt. Hast du damit nicht die weißen Tasten auf deinem Klavier Ja, gefertigt? das habe ich in der Tat. Jetzt möchte ich allerdings für meinen Zweitwohnsitz in Wundersee tatsächlich auch noch ein Klavier haben, sodass ich dann ja an beiden Standorten schön mich an dem Klavier erfreuen kann und dafür brauche ich neues Elfenbein. Na komm, dann gib mir deine Oliven. Ich fühle mich veräppelt, aber ich nehme sie an. Ich kann dir leider nicht keine anderen Luxusgüter anbieten aktuell, ansonsten würde ich das selbstverständlich tun. Gott, wie komme ich denn zu dir ins Handelsmenü? Ich finde dich gar nicht. Da Ich bist finde dich nicht, ich kann ja noch nicht mal die wertlosen Oliven schicken, WB, tut mir leid. Ich finde den Knopf nicht, ich würde ja gerne großzügig sein, es geht gerade nicht. So, ich hab's gefunden. Teddy bietet mir Geld und Silber an. Für Elfenbein übrigens. Ja, das hast du ja, glaube ich, jetzt gerade schon an mich verhökert. Schade, ich hätte Silber bekommen. Ja, wie fühlst du dich jetzt? Das möchte ich nicht offen beantworten. Einmalig 16 Gold. Ich bin so gerührt. Ich bin so gerührt. Ich bekomme einmalig 16 Gold geschenkt. Ja. Das ist so lieb. Dafür kann ich mindestens 2 bis 3 meiner durch dich indizierten Psychotherapiestunden bezahlen. Vielen lieben Dank dafür, Matsumanix. Du kannst das gar nicht hoch genug einschätzen. Ich habe dir nämlich alles geschickt, was ich habe, meine letzten Ersparnisse. Guck mal, ich habe jetzt noch 0 Gold. Ich habe dir so viel Geld geschickt im Laufe der Zeit. Wo ist das denn geblieben, wenn du jetzt nichts mehr hast? Ja. Soll ich dir noch das Geschenkpapier finanzieren, wo du die 16 Goldstücke drin einwickeln kannst? Ich habe Geschenkpapier, dachte ich mir, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Also, Also jetzt ne? verkaufe ich erstmal sehr, ich muss ja selber auch ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. Wir verkaufen ein paar Geschichtchen. So, 8 würde sie annehmen. Danke. Und sonst noch wer? An alle Kriegsparteien immer schön verkaufen. Oh, ich habe ja immer noch 50. 20. Das ist schön. An wen sonst noch? Die sind alle jetzt. Das bin ich selber. Ein bisschen Eisen noch verkaufen. Das ist auch okay.
ein wenig Gunst noch verscherbeln, bitte. Wer zahlt dir immer am besten für Gunst? Mutmaßlich die, mit denen wir gut befreundet sind. Oh, das ist schon viel. Ist das eine 0? Nee, 70. Eine 70 hat sie. Das ist schön. Ich handle übrigens in der Zeit auch mit. Nicht, dass du dich jetzt wunderst, was ich in der Zeit mache. Sie bietet ein Gold für Gunst. Hast du ihr gerade so viel angedreht? Der Blumenkranzprinzessin oder wem? Genau. Nein. Die hat gesagt, sie möchte... Soll ich das sagen? Sie möchte meine Gunst aktuell nicht. Unglaublich. So, einmal durchgehandelt. Eine Runde weiter. Hallo Ramama. Lieben Dank nochmal fürs Abo, aber auch für den sehr freundlichen Satz. Danke dir. Wie viel Geld bekommst du im Augenblick pro Runde, Matsumanix? Also nicht, dass du es von mir bekommst, sondern das, was du selbst erwirtschaftest? 116. Du bist echt ein ganz armer Matsumanix. Das tut mir echt in der Seele leid zu hören, wie schlimm es dir geht und deinem Volk. Das ist ganz, ganz traurig. Spottest du mich gerade? Nein. Das ist ja unglaublich. Dein Volk kann sich glücklich schätzen. Oh Gott, jetzt brennen meine Elefanten. Das gibt gerade hier Elefantensteak vor Ort. Die einen Elefanten habe ich weggehandelt gerade, sprich wegverschenkt an dich. Die mir geblieben sind, die verbrennen gerade und fackeln ab. Elefantensteak wird hier produziert. Brennendes Elfenbein. Wie riecht brennendes Elfenbein, Marcel? Was meinst du? Wie riecht brennendes Elfenbein? Ja, du kennst das doch, wenn Haare abbrennen, ne? Oh Gott, wie schrecklich. Den Faktor 10 und dann bist du bei Elfenbein. Ganz, ganz scheußlich. Brennendes Elfenbein hier.